So, hallo und herzlich willkommen zu dieser Folge, wo es darum geht, den Bosch PowerTube Akku seine Spannung bzw. seine Ladung zu entlocken für diverse Gerätschaften. Ja, wie hier zum Beispiel das Handy. Hier ist ein Step-Down-Konverter, der aus 42 Volt 5 Volt macht, damit man hier das Handy laden kann. Hier die DJI Pocket Kamera und hier ein 12 Volt Autoadapter, den man auch im Auto verwenden kann, um die DJI Air Drohnen Akkus laden zu können. Ja, ich habe mir dann hier einen sogenannten Adapter gebastelt, beziehungsweise den gibt es ja fertig zu kaufen, bis auf natürlich den XT60 Stecker da dran. Den habe ich dann selber da dran angelötet, aber ansonsten bekommt man diese 12 Volt Auto Akku Kupplung im Internet bei eBay oder Amazon natürlich zu kaufen. Ja, ich hatte euch ja in dem Video davor versprochen, dass ich ein neues Kästchen mehr machen werde, bauen werde, mit ein paar weiteren Gimmicks da drin. Und dieses alte Kästchen hier, also wenn ihr dieses Video hier seht, dann ist dieses Kästchen, was ich in dem vorausgegangenen Video schon vorgestellt habe, bei eBay gibt es das dann von mir reingestellt und ihr könnt das dann dort ersteigern. Ja, es hat hier zwei Buchsen, XT-Stecker und da kommt dann 42 Volt raus, wenn der Bosch-Akku voll geladen ist, natürlich nur. Ansonsten, ich weiß nicht, wo die Ladeschlussspannung ist, beziehungsweise die Entlade. Schlussspannung, ich sage jetzt mal 36 Volt, vielleicht weiß es ja jemand besser. Er kann es ja dann mal in die Kommentare reinschreiben. Ich müsste den jetzt erst dazu leer fahren und dann die Spannung messen. Naja, wie gesagt, könnt ihr ja mal in die Kommentare reinschreiben. So, wie auch immer, dieses Kästchen hier ist also dann mit diesem Video wird es dann bei eBay zu versteigern sein. Also man kann es dann dort ersteigern. Und wie gesagt, es hat hier zwei XT-Buchsen und hier ist der entsprechende Stecker für den Bosch-Akku. Das kann man dann so anschließen und kann dann hier 42 Volt raus entnehmen, für was auch immer ihr das dann verwenden wollt. Bleibt euch natürlich überlassen. Man kann dann natürlich jedwede Step-Down-Module anschließen. Ja, hier ist dann noch ein entsprechender On-Off-Schalter. Den habe ich mir hier dran gebaut, weil da drin ist ein 9-Volt-Akku-Block, nicht ein Akku-Block, eine normale 9-Volt-Block-Batterie, damit die nicht leer geht. Habe ich mir hier einen On-Off-Schalter angebaut, damit die Batterie zwischendurch halt nicht unnötig entladen wird. Ja, wie gesagt, das Gerät funktioniert. Ich kann es euch auch noch mal kurz demonstrieren. An dem Bosch-Akku schließe ich das jetzt mal an. So, muss ich hier mal reinstecken. Ich glaube, so rum ist es richtig. So, jetzt ist der Stecker drin. Ich nehme jetzt hier noch mal das neue Gerät weg. Das erkläre ich euch dann gleich. So, und wenn ich jetzt hier den On-Schalter betätige, werdet ihr sehen, dann geht die Ladeanzeige bei dem Bosch PowerTube Akku an und man kann dann an den Buchsen, wie gesagt, hier hinten die Spannung und den Strom entsprechend entnehmen. So,
Also, das Gerät ist dann, wie gesagt, auf eBay zu ersteigern. Könnt ihr euch dann überlegen, ob ihr das haben möchtet, weil das war mein Prototyp. So, und jetzt kommen wir hier zu dem neuen Kästchen, was ich mit ein paar weiteren Gimmicks gebaut habe. Ich will es euch kurz zeigen, wie es im Innern aussieht. So, das sieht so aus, dass man hier habe ich den Arduino eingebaut. Den braucht man für die Programmierung. Und hier ist das CAN-Bus-Modul, was die Kommunikation mit dem Bosch PowerTube-Akku herstellt. Und hier ist dann noch eine Entladeschutz, Sache drin. Platine, die kann man hier über die Tasten dann stufenlos auf die gewünschte Ladeschlussspannung und Höchstspannung einstellen. Hier ist dann das Lastrelais. Wie gesagt, hier kommen die beiden Spannungen rein, beziehungsweise kommt die Spannung rein vom Bosch PowerTube Akku. Ihr seht ja, hier ist das Kabel. Eingang kommt hier rein und geht dann, wenn der Akku voll genug ist, schaltet das Relais durch und man kann dann hier ist dann der Ausgang, Plus und Minus, und die gehen dann hier an die XT-Buchsen. Ich habe mir hier zwei eingebaut. Da liegen dann aber, wie gesagt, maximal, wenn der Bosch Power Akku voll ist, 42 Volt an, ungefähr maximal. Ja, und wie gesagt, ich sagte ja schon in dem Video vorher, dass ich mir ein besseres Kästchen bauen werde. Hier ist ein Step-Down-Konverter-Modul drin, womit ich dann aus den 42 Volt, die ich abgegriffen habe, die gehen hier hinten in den Eingang und mache dann hier am Ausgang von dem Step-Down ungefähr, beziehungsweise nicht ungefähr, genau genommen 12,6 Volt. Die gehen dann hier zu dieser Buchse, wo ich dann entsprechend hier über dieses Kabel hier und dem 12 Volt Adapter für die DJR Akkus dann entsprechend laden kann, weil dieser 12 Volt, ja, Step Down ist es eigentlich nicht, Laderegler, weil die Akkus hier sind 3S Lipo Akkus in der DJR verbaut und die Ladeschlussspannung ist 12,6 Volt. Darum kommen hier auch aus diesem Anschluss 12,6 Volt raus, hier eben aus diesem Step-Down-Modul. Ja, die kommen dann hier raus, gehen hier rein über diese Kupplung in dieses Modul und laden dann die DJR-Akkus. Werdet ihr gleich alles noch sehen, zeige ich euch, wie es im Betrieb funktioniert. Ja, dann habe ich mir gedacht, wenn schon, denn schon, dann habe ich mir hier einen entsprechenden 2S-Lipo-Akku eingebaut, weil den brauche ich für die Spannungsversorgung für den Arduino, für das Arduino-Modul und den CAN-Bus. Sonst würde der Bosch-Akku eben einfach nicht den Ausgang freigeben. Und das Ganze greife ich dann hier noch ab, entsprechend auch hier am Ausgang, um eben dann hier über ein weiteres Batterie-Steuermodul aus den 12,6 Volt dann am Ausgang eben für den Lipo-Akku die erforderliche Ladeschlussspannung von 8,4 Volt zu generieren. Ja, hier habe ich dann noch daneben ein Balancer auf die Platine hier gebaut, damit auch die einzelnen
Lipos, die drin sind, es sind ja 2S, wie der Name schon sagt. Es sind also eigentlich zwei einzelne Lipo-Akkus zusammengeschaltet. Und jeder Lipo-Akku hat 4,2 Volt Maximum als Nenn-Maximum-Spannung, wenn er voll ist. Und das macht eben zusammen 8,4 Volt. Ja, das wird dann entsprechend automatisch mitgeladen hier über den Eingang von dem Bosch PowerTube wird das dann mit aufgeladen. Ja, jetzt will ich euch mal zeigen, wie das denn so funktioniert. Das machen wir jetzt mal. Ich zeige euch mal eben, wie das aussieht, wenn ich das denn anschalte. So, das mache ich jetzt hier. Ich habe mir hier einen Anschalter gebastelt, eingebaut, damit ich die Batterie hier schonen kann. Und schon geht hier innen alles an. Und ihr seht, der Bosch PowerTube Akku zeigt in der Ladeanzeige an, dass er quasi in Betrieb ist. Und man kann, ich hoffe, man kann es sehen, im Moment 41,6 Volt wird hier angezeigt als Ausgangsspannung. Ich will mal gucken, ob ich das mit den Reflexionen ein bisschen hinbekomme, dass man sehen kann. Ja, ihr seht auch hier die Kontrolllampen neben dem Relais. Das zeigt, dass dieser Unterspannungswächter entsprechend an ist, beziehungsweise man sieht es ja auch hier anhand dieses kleinen Displays. Das braucht man, um hier die Spannungen einzustellen. Wie gesagt, ich habe die Unterspannung begrenzt auf im Moment auf 36,5 Volt. Wenn die unterschritten würde, dann geht die Spannung aus hier in dem System und ich kann dann hier auch nichts weiter anschließen oder laden oder mit Strom versorgen, damit der Bosch-Akku eben nicht tief entladen wird. So, ja, dann seht ihr hier vielleicht auch, dass das CAN-Bus-Modul LED-Kontrollleuchte leuchtet und hier die Arduino-Funktionslampe leuchtet auch. Hier ist noch eine kleine Kontrolllampe. Was die jetzt genau anzeigt, kann ich euch jetzt nicht im Moment sagen, aber ich glaube, das ist so der Impuls von dem Arduino an-aus, weil nach dem Sketch, der hier programmiert ist, wird ja eigentlich der Arduino komplett immer an- und ausgeschaltet oder ich weiß es nicht. Keine Ahnung, so genau kenne ich mich damit nicht aus. Gut, ja, jetzt habt ihr die Funktionsweise des neuen Kästchens von mir gesehen. Ich mache das jetzt mal zu. So, wie gesagt, der Bosch-Akku ist jetzt an. Hier ist meine Kontrollleuchte für die Batteriefunktion. Ihr könnt quasi sehen, wenn ich das jetzt hier ausschalte und die Lampe geht aus, wenn ich die Batterie, die eingebaute, dauert immer ein bisschen mit Verzögerung, bis die Kondensatoren leer sind, dann geht auch der Bosch-Akku aus. So, ich mache es wieder an und schon ist das dann auch wieder durchgeschaltet. Ja, ich habe mir hier noch einen Zwischenschalter gebaut, damit ich keinen Rückspannungsrücklauf habe durch das eingebaute Step-Down-Modul, welches aus 42 Volt die 12,6 Volt für die DJ-Akkus hier macht, damit da kein Rückstrom ist, kann man an- und ausschalten. Was aber viel wichtiger ist, hier ist noch ein Schalter, den habe ich auch eingebaut. Der ist dafür da, damit das Modul, dieses Step-Down-Modul, dann auch angeht, beziehungsweise hier oben der, Entschuldigung, der ist nicht für das Step-Down, ja, ist auch für ein Step-Down, aber für das Step-Down-Modul für die Batterieladefunktion, was dann aus den 12,6 Volt, beziehungsweise aus den, ja, 12,6 Volt, die 4,2
die 8,4 Volt macht für den eingebauten Lipo-Akku. So, das kann ich also dann hier zuschalten. So ist es jetzt zugeschaltet und jetzt wird die eingebaute Lipo-Batterie quasi von dem Bosch mitgeladen. Ja, aber hier unten dieser Schalter, der ist, wie gesagt, dann noch für den Ausgang von dem Step-Down-Modul. Das musste ich machen, weil es sonst dazu führt, wenn es direkt eingeschaltet ist, dann würde die Stromentnahme sofort, weil der Step-Down von 42 auf die 12,6 Volt doch schon so viel Leistung braucht und der Bosch-Akku zumachen würde und ständig an- und ausgeht. Ich kann euch das mal zeigen. Ich mache das jetzt mal. Ich lasse jetzt, wie gesagt, den Schalter hier jetzt auf On stehen. So, und ich trenne jetzt mal den Bosch-Akku vom Netz beziehungsweise von dem Arduino. Und ihr seht, das ist aus. Jetzt geht der an. Aber das eingebaute Relais geht immer an und aus. Ihr werdet das anhand des Klackerns hören. Ich kann euch das auch noch mal zeigen. Ihr seht, es geht jetzt ständig an und aus. Und deswegen muss ich das erst trennen, damit die Ausgangsspannungsregelung, die in dem Bosch-Akku ist, erstmal eine bestimmte kurze Zeit hat, um die ganze Umsteuerung des BMS irgendwie zu bewerkstelligen. Ich bin da nicht so der Fachmann. So, und wenn ich, ihr seht, jetzt ist es an. So, und wenn ich jetzt diesen Step-Down hier dazu schalte, dann bleibt das auch stabil an. Ist so ein kleiner Trick, den man halt braucht, damit das Ganze stabil funktioniert. So, ja, jetzt kommen wir dazu. Jetzt schließe ich mal ein paar Verbraucher an. Ich bin jetzt hier, oh, ich muss mal mich mal eben so ein bisschen regeln. So, jetzt schließe ich mal hier die diese 5 Volt Ausgangsspannungsmodul an. Ihr seht, da sind jetzt 4 Ausgänge a 5 Volt. So, und die schließe ich jetzt mal hier an dem Ausgang. So, und ihr seht, da leuchtet jetzt innen eine bläuliche LED. Ich weiß nicht, ob man es jetzt irgendwie sehen kann. Aber okay. So, und jetzt stecke ich mal hier die entsprechenden Verbraucher an. Einmal, ja, da ist jetzt nichts dran, weil da sollte nämlich dann später das Funkmikrofon, aber ihr seht schon, hier das Handy ist jetzt angegangen und hier ist jetzt auch die Ladeanzeige an. Ich hoffe, man kann es einigermaßen sehen. So, das ist das. Ja, und hier, wie gesagt, der Stecker, der noch frei ist, hier, da sollte eigentlich jetzt das Funkmikrofon dran. Das habe ich aber gerade hier angesteckt. So, und das hier ist jetzt der Stecker, der hier zu dem DJ Pocket geht. Da ich zwei habe, kann ich euch das zeigen. So, ihr seht, jetzt blinkt die Ladelampe an der DJ Pocket Kamera auch. Ja, also ich kann das nochmal ziehen. Ziehe hier nochmal den Stecker. Hab ihn nochmal raus. Ladeanzeige blinkt nicht. Steckt das jetzt rein. Und ihr seht, schon blinkt das. So, das ist jetzt die Spannungsentnahme hier. Ja, und wie gesagt, hier ist noch ein Anschluss frei. Im Grunde genommen kann man 4 Geräte hier an diesem Step-Down für 5 Volt anschließen. Und gut, wie gesagt, da lässt sich immer was finden, was man noch anschließen muss. Vielleicht auch noch das DJ
Funkfernbedienungsmodul oder aber eben hier hinten an dem Ausgang von dem 12-Volt-Lademodul hier für die DJ Mavic Air. So, jetzt schließe ich dann noch den Anschluss an, hier für die 12,6 Volt, für die so habe ich jetzt reingesteckt und schon seht ihr die Ladekontrollleuchte hier von dem 12 Volt Adapter hier für die GG Mavic Air Akkus, geht schon auf Rot, weil die eben jetzt geladen werden müssen. Ihr seht, das blinkt hier schon schön wild herum. So, der Akku wird jetzt geladen hier von der DJ Mavic Air. Und der zweite Akku, weiß ich nicht, ob er die gleichzeitig laden kann oder ob das jetzt, aber ich glaube schon, weil sonst wird es nicht blinken. Also die werden jetzt parallel geschaltet. Ja, gut, dieses 12-Volt-Modul kann 6 Ampere bei zwischen 12 und 16 Volt Eingang liefern. Das muss ja auch so sein, weil am Auto, ihr wisst ja sicher, wenn die Lichtmaschine läuft, wird der eingebaute Autoakku ja geladen und das kann sich irgendwo zwischen 12, 14,456 Volt bewegen. Von daher sind 16 Volt Eingangsspannung schon eine gute Sache von der Obergrenze her. Das passt also schon ganz gut. Ja, ihr seht, das ist jetzt alles hier ordentlich angeschlossen. Und ja, wie gesagt, das lädt jetzt alles der Akku. Ich habe mal ausgerechnet, also so mit dem, wenn ich das alles so anschließe, irgendwo zwischen 2 und 3, 4 Ampere. Das kommt aber drauf an, weil ich habe hier noch ein weiteres Modul mir gebaut. Zeige ich euch auch. Das ist hier der ein Lipo-Akku 3S. Der liefert dann eben 12,6 Volt. Den habe ich immer unterwegs benutzt, um die DJ Mavic Air Akkus zu laden. So, da habe ich mir dann hier an dem Ladestecker auch entsprechenden Kästchen gebaut, damit ich hier, wie gesagt, hier ist ein BMS, damit man die vier Kabel, die nötig sind, um das Betriebsmanagementsystem auch nutzen zu können. Und hier ist eine Unterladespannungsschutz und Überladespannungsschutz, kann man hier einstellen, Obergrenze und Untergrenze, damit, wenn ich das dann hier an den Stecker mit 12,6 Volt Ausgang anschließe, dann kann ich der hat, muss ich mal gerade gucken, 5200 Milliampere, also 5,2 Ampere, allerdings wie gesagt dann bei 12,6 Volt, das muss man dann umrechnen und auf 42 Volt, denn der Bosch-Akku liefert ja 42 Volt und dementsprechend ist es dann nicht 5,2 Ampere, die aus dem Bosch-Akku bei 42 Volt gezogen werden. So, das soll es jetzt von hier aus erstmal als Info gewesen sein. Ich wollte euch nur mal zeigen, wie mein neues Kästchen aussieht. Bedanke mich fürs Zuschauen. Lasst gerne einen Daumen hoch da. Und wenn es nichts ausmacht, auch gerne ein Abo. Würde ich mich sehr darüber freuen. Wie gesagt, Abo kostet nichts. Verpflichtet auch zu nichts und braucht ja keine Angst haben. Ihr kriegt auch nicht andauernd Benachrichtigungen. Solange ihr nicht die Glocke betätigt, es sei denn, ihr möchtet das haben, dann müsst ihr die einschalten. Ja, bedanke mich fürs Zuschauen und sage wie immer,
Winke, winke.